Hallo Leute, mein Name ist Sozial Enzog und ja, ihr seht, der letzte Kampf steht uns vor und dummerweise haben sich die KP-Leisten nicht regeneriert über die Zeit, wo ich das Spiel nicht angehört habe. Zum Abi müssen wir also jetzt mit einem geschwächten Gotenks, ein Krillin und ein Son Gohan komplett underpowered gegen Android 21 antreten und wir können nicht mehr leveln. Los geht's. Wir sind sowas von tot. Comes to eating, I think you Saiyans beat her hands down. Yes, and the same goes for fighting. None can challenge a Saiyan in that area. Der nahm das sogar noch als Kompliment. Maut ab, alles klar, gute Entscheidung. Ich habe schlechte Karten, aber ich versuch's. If we're kicking it into high gear, then let's go somewhere we can really let loose. Goku! Putting the planet first, eh, Kakarot? So you're playing it safe this time. Alles klar. That's right, Vegeta. I'd rather fight without having to worry about making a mess. You know what I mean? You're suggesting we take the fight off planet, right? But where? Oh, ich weiß schon, welchen Planeten sie aussuchen. Hey, I know just the place. It'll be perfect. Everyone, grab onto me. We're going for a ride. Bye. We'll be waiting for you. Huh? Voll der Korb. Lass mich raten, zu den Kaijins. Es war so klar, sonst wären die nicht im Spiel. Ja, es war so klar. Sonst wären die nicht im Spiel. And that's the story. So would you let us fight here, pretty please? It's just like you to bring trouble to my doorstep. Ugh. The sacred world of the Kais isn't your personal playground. I know, but this is the only place that came to mind. Sorry, sheesh. It would be safer to bring the fight here. But can 21 even make the journey? Yeah, she'll come. I know it. I think. Which is it, Goku? If she doesn't come, we'll just have to figure out some other kind of plan. No big deal. By the way, if you don't mind me asking, what are Lord Beerus and Whis doing here? Gute Frage. Cool, wenn die Helfer wären. We thought we would enjoy the show. War ja klar.
As you predicted, Lord Beerus, they moved the final battle to this very spot. Well, I guess Earth will be staying in one piece for another day. You mortals are so predictable. It really is a shame. By the way, boys, I would turn my attention upward. Oh. Huh? Sie kann die momentane Situation. I see. It would appear Android 21 has arrived. Do Goku and his friends stand a chance? That Android 21 is pretty powerful, honestly. This battle could go either way for our friends. Yeah. Not so sure. Did she break? Gute Frage. Du wirst aus mir keine Schoki machen. Du bist fällig. Auch wenn ich spammen muss. Ist inzwischen der Bug weg? Ja, inzwischen ist der Bug weg. Den haben sie gefixt. Spam ist hier die Lösung. Wenn sie es zulässt. Gotens Instant Down. Aber einer der Schwächeren. Oh, Flex. Okay, irgendwie habe ich es geschafft. Obwohl mein Hauptteam tot ist. Es hat mich nur Gotenks zum Glück gekostet. Yikes. Ich dachte schon, wir gehen drauf. Kellyn, du bist super. Und jetzt sind alle am Start, die wir eingesammelt haben. Ja, set sie auszulöschen. Das muss besorgen, wie ein Gangnam.
Ist sie tot? Yeah, the young'uns, they did it. Puh. Good going, Goku. Our world is pretty sturdy, but you certainly did a number on it, Goku. Sorry about that, old guy. I'll make it up to you, maybe someday. Yeah. After all that, we still don't know who 21 was exactly. Or the mystery person Android 16 is trying to save. Oh my. There are still a lot of questions left unanswered. Honestly, Whis, does anyone care? It really is none of our business. However, my appetite did get going when that robot lady was talking about sweets. Well then, how about we ask Bulma to prepare us a selection of Earth's finest confections? So übersetzt, meine Idee. Oh. Does this mean you're still not satisfied? Oh, hat mich gesehen. Hey, if you want answers, you're free to look for them yourself. Whis, I'll eat your share if you don't hurry. Oh dear, coming! Oh, and do fill me in once you've pieced it all together. Alles klar, Whis. Werde ich. Er hat die Fourth Wall gebrochen. Aber beim Whis erwarte ich das auch. Und wir haben den schiefen Son Goku, der legendäre Super Saiyan. Für Abschießen von Story Mode 1. Kämpfe 61, Kämpfe gewonnen 60. Ja, eine Niederlage hatten wir leider. Kid Buu-Klone besiegt. Dafür gibt's eine Liste. 3. Storyabschluss 67%. Ich habe nicht alles gemacht. Spielzeit habe ich 7 Stunden zum Ende gebraucht für den ersten Story-Modus. Mein Top-Main natürlich Son Goku, der war ja am Anfang verfügbar. Zweiter Buu, dritter Krillin. Von allem fürs Ende. Zum Glück hatte ich ja Krillin lange im Team schon gehabt und konnte ihn spielen. Wahrscheinlich deswegen habe ich es geschafft. Du hast halt den Titel Super Verbindungskrieger. 50.000 Zehn hier erhalten. That's a lot of money. Und damit haben wir den nächsten Story-Modus freigeschaltet. Denn es gibt insgesamt 3 Story-Modus. Den sogenannten gegnerische Krieger. Hier geht's auf die Schurkenseite. Aber das machen wir noch nicht. In diesem Part. Aber ich finde, da wir noch nicht komplett durch sind mit der Zeit, können wir noch einen der DLC-Kämpfe ausprobieren, die ich auf dem Speicher habe. Kann ich denn kämpfen? So, Einzelfights. LAN-Empfang. Wiederholung. Empfang. Lokaler Kampf. Das wird so spielen. Gibt's keinen normalen Kampf? Arcade? Der Arcade Mode. Achso, ich versuche durchzukämpfen. Aha, verschiedene Teams durch verschiedene Orte. Ich glaube, das probieren wir noch, den Arcade Mode. Ich bin Spieler 1. Hab keinen zweiten Controller. Und ich würde mal sagen, für den Modus testen wir die DLC-Fighter aus. Ja, ihr seht, ich habe tatsächlich nicht alle Fighter mir geholt. Bisher. Da sind noch viele, die mir übrig sind.
Ich hatte nur Fighter Pass 1 mitgenommen. Aber ich würde mal sagen, die nutzen wir jetzt. Sowieso, falls die wir noch nicht verwendet haben. Da würde ich mal sagen, wir nehmen Trunks ins Team, weil er nicht aufgetreten ist. Wir haben die klassischen Sachen, aber ich würde eher zu Vegeto greifen. Und Goku Black ist offiziell drin. Nehmen wir Cooler. Oh, wir können sogar Farben wählen. Es gibt Farben. Dann machen wir ihn zum Goku Black. Es gibt einen gelben Trunks. Gibt's auch einen roten? Jawohl, Super Saiyan God Trunks. Das gab hier nur die Dragon Ball Heroes. Spieler. Komm, dann machen wir das Red Team. Level 3 machen wir einfach mal. Okay, wir kämpfen uns durch bis zum Endboss. Mein erster Gegner sind Goku und Trunks und Vegeta. Damit haben wir die ersten DLC-Kämpfer am Start. Braucht nicht unbedingt online spielen. Und Trunks ist ja im Story-Modus nicht verfügbar, deswegen machen wir ihn jetzt. Aus offensichtlichen Gründen. Goku, eh? I'll have to stay on my toes. This'll be a good match. Und hier gibt es sogar Special-Reaktionen, wenn welche gegeneinander kämpfen. Ach ja, ich hatte das Voice Pack auch noch. Von Android 18. Der kommentiert. Er sieht. This fighter's got promise. Get out of my way, Trunks! They're going to look pretty pathetic if they lose compared to getting help. See how you like that? You're going down! Take that! They sure know how to put the pressure on their opponent. Trunks spielt sich sehr gut. Ist ja auch mein Lieblings-Dragon Ball-Charakter. I guess they really want to get in their opponent's face. This is bad. If they're going to just keep getting dumb. Oh, wir haben Vegeto. Das ist immer noch nicht genau die Wechseltaste. Tschüssi. Bin Vegeto. Den habe ich auch noch. Fun Story. Cooler hat schon mal mit der Z-Gruppe geteamt. Deswegen ist es irgendwie cool, dass ich ihn jetzt am Start habe. Ist die Prankboard? Okay. Das ist neu. Oder es gab nicht einen Story-Modus. Jawohl. Man merkt aber, Android 18 hat eine Menge guter Sätze. Und ich habe gleich nur mit ihm gewonnen. Das Moderator-Pack ist auf jeden Fall cool gelaufen. Jetzt darf ich entscheiden, welche Gegner ich nehme, oder ist das random? Ja, random. Ich habe Cell, Son Gohan, Kid, das ebenfalls nicht aufgetreten ist. Story-Modus und Cell am Start. Ja, cool, dass wir jetzt auf die Charaktere treffen, die nicht im Story-Modus erschienen sind. Aber ich wollte eben Trunks unbedingt im Spiel in dieser Gruppe haben. Sonst hätte ich den dritten DLC-Charakter genommen. You're dead, Cell. So
The amateur wants a rematch, does he? All diese Anspielungen, das Spiel ist so gut gemacht. Nicht umsonst das beste Kampfspiel des Jahres gewesen, zu der Zeit. Ich würde gern weg sind. Ich dachte mal, oh, von wo ein Kid taucht hier rein. Out. Vegeto ist ein sehr spezieller Charakter, fällt mir auf. Er ist nicht so der typische Goku, er spielt sich ganz anders. Na gut, er heißt ja auch eine Funktion aus Vegeta und Goku. Ich versuch's, Edward 18. Ich bin überrascht, dass sie noch kein spielbarer Charakter im Spiel ist, oder halt ist sie's? Ich glaube, sie ist es doch. Aber nicht in der ihrer Superform. Sondern nur in ihrer Normalform. Goku haut nicht rein. Würde Kern mal cooler spielen. Ich weiß immer noch nicht, die Wechselklasse so richtig. Ah, egal. Der hat sich inzwischen extrem geheilt. Oh, jetzt bin ich cooler. In ihr, seiner vollen Form, in Rot. Yo! Der ist stark. Cooler gegen Cell. Mal gucken, wie das ausgeht. Roter Cooler gegen Cell. Ich bin der Wack Hulk, besser gesagt. Der grüne Hulk gegen den Red Hulk. Seine Schläge sind heftig, der ist ein eindeutiger Nahkämpfer. Wow, oh, lass meine Kamera in Ruhe. Okay, wir haben es geschafft. Wen kriegen wir jetzt als nächstes Gegner? Hit wäre cool. Ach, er hat mir mein Ziel ausgewählt und er hat Boo, Gotenks und Kid Buu ausgewählt. Schade, ich hätte eher Hit gewollt. Den hatte ich nämlich noch nicht. Hit ist auch offiziell im Spiel erhalten. Wie man ihn allerdings in Story Mode einsetzt, keine Ahnung. Kam auch als einer der letzten Charaktere rein, vermutlich nicht ist geplant. Goku isn't the only Super Saiyan. There's another one right here. He is not a summon. Wer bist du? Trunks versus Majin Buu, I guess. I guess I could watch this a little closely. This is lame. Du hast eine Menge Lebensenergie. Ich sollte aufpassen. Here comes their teammate to help them out. They're going to look pretty pathetic when they lose, even after getting help. That really sent them flying. Der Synchronsprecher von 18 hat sich auf jeden Fall ins Zeug gelegt. Für das DLC. Just wait. This isn't making the fight any easier to fall. As long as they don't hit me, I'm fine. Not
That was pretty close. They're that worked up over losing one team member? I'll see that. Pitbull teammate to help them out. I guess they really want to get in their opponent's Leider kann. Oh nein, ich bin Bonbon. Er hat mich gefuttert. Jetzt hast du überhaupt 100 bekommen. Ja, jetzt wirst du ein Problem haben. Mal gucken, wie dir das Bonbon schmeckt. Du hattest ja schon damit Erfahrung, Pitbull. Halt, das war der andere Buch. Yo! Das war gerade heftig. Jetzt! Was waren die Dragon Balls? Ich bin schon wieder ein Bonbon. Er und seine Bonbons. Kein Sinn für dich. Sieg. Schade, dass wir nur so wenige Wege bekommen haben, aber Fenster der Schlangenphase, das habe ich als Errungenschaft erhalten. Und Yanchu. Dann zurück zur Lobby, denn hier endet es. Ab dem nächsten Part, das wird vermutlich wieder eine Woche, wird es dann weitergehen. Beweise deine Macht in der Kate muss Super Saiyan God Super Saiyan kämpfen an deiner Seite. Diese Zeit der Home abschwören. Ah, dann kannst du als Goku Super Saiyan SS spielen. Okay, ich kann die Blue Moves freischalten in der Arcade. Alles klar, das ist interessant. Wusste ich noch nicht mal, dass das geht. Aber ich glaube, das geht nur mit dem DLC. Ja, auf jeden Fall haben wir uns nicht schlecht durchgeprügelt. Und das war's auch für diesen Part. Das nächste wird dann wieder eine Woche vermutlich. Mit Dragon Ball FighterZ und dem Beginn des Schurken-Story-Modus. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Like sozial, lasst ein Abo da und bye.